Hey Leute, was ist euch? Und willkommen hier zu einer Premier League Würfel Dwarf Challenge hier auf meinem Kanal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Päckchen sind am Start. Der Würfel entscheidet, wie das Team am Ende aussehen wird. Das macht immer mega, mega Laune und die Teams sind jedes Mal unterschiedlich, Leute. Ich glaube, wir haben noch nie erlebt, dass jemals ein Team genauso gleich aussah wie ein anderes Team, was ich schon mal zusammengestellt habe. Deswegen ist es ja genau das Gleiche, genau das Geile. Ich hoffe, euch geht's genauso, ihr habt genauso Bock wie ich auf dieses Video. Lasst natürlich direkt am Anfang ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir gehen rein in den ersten Wurf und wir sehen eine Nummer 2. Die Nummer 2 im ersten Pack, das könnte sogar eine Powerkarte sein, wenn mich nicht alles täuscht. Sissoko 1, der wäre geil. Defender, ja, ja, ja. Jagielka ist in Ordnung. Ja, kann man mitarbeiten. Mkhitaryan, André Gomes, Joel Matip und Wes Morgan. Ja, also Sissoko, Matip, könnte man sich überlegen, ob man die am Ende denn noch irgendwie ins Team hineinholt. Kommt drauf an natürlich, wie das Team jetzt erstmal nach diesen restlichen 10 Packs aussieht, ist ja klar. So, 1, Nummer 1. Grüße gehen raus an ApoRed. So, wen haben wir hier? Oh, Triple Tweet bedeutet, es ist eine Karte, wo 3 Spieler drauf sind. Und ja, bedeutet, ich darf mir die Karte hier heute in diesem Pack aussuchen. Weil 3 Spieler, logischerweise können 3 Spieler nicht auf einer Position spielen. So, ja und auch diese 4 können nicht auf einer Position spielen. Bedeutet, ich kann mich zwischen Holding, Ogbonna, wen haben wir hier noch? Sema und Sadio Mané entscheiden. Katsching! Sadio Mané, Toti-Karte hat er bekommen. Eine Team of the Year-Karte. Stelle ich natürlich hier in den linken Flügel den Sadio Mané, Mané, Mané. Nächster Wurf. Oh, es ist wieder die 2. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir sogar so eine Golden Baller-Karte hier heute. Harvey Barnes als Diamant von Leicester. Und die Nummer 2 ist ein Verteidiger und das ist Fabian Scheer von Newcastle. Ja, kann man auch mitarbeiten. Ist jetzt nicht die beste Innenverteidigung, die ich mir gewünscht habe. Aber mal gucken. Ich habe mir auch heute vorgenommen, mal eine andere Formation zu spielen und nicht 4-3-3 offensiv. Vielleicht spielen wir sogar eine Fünferkette. 5-2-3. 5-2-3 könnte man machen. Sadio Mané im linken Flügel, der ist ja jetzt schon im Team. Nicht gezwungenermaßen, sondern weil ich ihn halt spielen wollte, weil Sadio Mané muss man natürlich mitnehmen. Ist ja mal ganz, ganz klar. Steve Cook 1. Die 2 ist N'Golo Kanté, den muss ich am Ende im Team haben. Ist auch ganz klar Dubravka 3 und Alderweireld Nummer 4. Also unsere Innenverteidigung steht schon mal. 3 Innenverteidiger am Start. Okay Leute, ich habe mich entschieden, wir spielen heute Fünferkette. Komm, wir spielen heute 5 Death. Nächster Wurf. Oh, der wäre fast vom Tisch gefallen. Ja, es ist wieder die 2, Leute. Ich glaub's nicht. Ich schieb immer mit einem Finger den Würfel rein. Weil ich habe hier begrenzten Platz, sage ich mal, vom Kameraformat hier. Also, Nummer 2. Ich hoffe, einfach kein Innenverteidiger. Goalkeeper, ja, komm, gönn, gönn, gönn. Rui Patricio. Ist in Ordnung. Ist sogar sehr gut. Einer der besseren in der Premier League. Rui Patricio. Dann haben wir Sissoko, Vestergaard, Tom Davis und Kepa Arrizabalaga. Arrizabalaga. So, nächstes. 4, 5, 6. Spieler. Und das ist die 6. 6. Spieler Nummer 6. Bringt das Glück. Das ist ein Verteidiger. Bitte Außenverteidiger. Bitte Außenverteidiger. Also 1, 2, 3, 4 und die 5 ist James Chester. Ist, glaube ich, aber Innenverteidiger, ne? Ich stelle ihn jetzt einfach mal als Linksaußenverteidiger auf. Weil was anderes bleibt mir ja eh nicht übrig. James Chester, Linksaußenverteidiger. Okay. Nächster Wurf. Es ist wieder die 2. Leute, was ist da los? Immer nur 2, 2, 2. Mark Noble, Stürmer, ja, komm. Richarlison von Everton. Ja, stelle ich in den Sturm. Ist in Ordnung. Klar, es gibt bessere Stürmer in der Premier League, aber es gibt auch deutlich schlechtere noch. Mark Noble, Gamebreaker, Breaky Makey. Wir haben noch 4 Packs. 4 Packs, 2 zentrale Mittelfeldspieler, ein Rechtsaußenverteidiger, einen rechten Flügelspieler. Das sind die Positionen, die ich mir hier wünsche. Komm, gönn, Würfel, Würfel.
Gönn! Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen! Wieder Ahle, wieder die zwei! Sadio Mané hatte ich schon. Und ich bekomme eine Power-Park-Karte, bedeutet, ich darf mir den Spieler aussuchen. Sehr gut, David Trezeguet-Kappa. Montoya ist Rechtsaußenverteidiger. Hector Bellerin und Adam Smith, da überlege ich gar nicht lange. Ich nehme Hector Bellerin mit von Arsenal. Jawohl, das war sehr gut. Danke Nummer 2. Danke, 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 danke. Und das... Ey, Leute, wie oft habe ich hier Nummer 2 gewürfelt? Ich glaube von jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Von 9 Würfen habe ich jetzt bestimmt 6 mal mindestens die 2 gewürfelt, oder? Der Packs Night Würfel ist verhext. 1, 2, Joshua King. Ja, rechter Flügel. Eriksen. Azpili. Keen, Hennessey, Tarkowski. Ja, okay, okay, okay. 2 haben wir noch. Und ich brauche 2 zentrale Mittelfeldspieler. Eigentlich nur ein, weil ich Kanté so oder so ins Team hineinhole. Ich bin raus, Leute. Ich bin wirklich raus. Ich bin wirklich raus. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist cranky. Cranky Manky. Mann, oh Mann, oh Mann. 1, 2, Bernardo Silva. Ja, sehe ich aber eher hier vorne rechts den Bernardo Silva. Also könnte ich den sogar tauschen. Also so Positions-Changey-Mangey. Ja, okay. Machen wir mal weiter. Letztes Pack. Letztes Pack. Und es ist die 6. Wäre jetzt nochmal die 2 gekommen, Leute, wäre ich hier aber wirklich absolut raus gewesen. Salah und Firmino. Nummer 2, Townsend. Chachui von Leicester. 3, 4, 5 und 6. Hugo Lloris steht im zentralen Mittelfeld. Kann man machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wen ich eher spielen soll. Ich glaube, ich bin sogar eher auf Rui Patricios Seite und nicht Hugo Lloris. Lloris, Möris. Machen wir weiter mit dem 12. Wurf. Ihr wisst, was der 12. Wurf bedeutet, ne? Ihr wisst es. Ja, deswegen sage ich es jetzt nicht nochmal, weil ihr wisst es ja eh alle. So, 5-mal. Muss ich gar nicht so oft hin und her tauschen. Ich tausche nur Bernardo Silva mit Joshua King. Und das war's eigentlich schon. Ich bin mit der Verteidigung sogar relativ zufrieden. Ich könnte hier Kosmetik, sage ich mal, veranstalten. Jagielka raus, Mate rein und so. Ja, würfeln mindestens. Ich sag mal hier. Ja, komm, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 4 oder 5 wäre überragend. Komm, gönn! Gönn! Und nicht die 2. Gönn nicht die 2, gönn nicht die 2, gönn nicht die 2. Let's go! Ich glaube, der Würfel nimmt mich heute absolut hops. Der Würfel nimmt mich heute absolut hops. Also wen auf jeden Fall, ja, wir wissen ja schon, wen wir auf jeden Fall reinnehmen. Hier Kanté. Und dann nehme ich mal noch, komm, Sturm bin ich zufrieden. Ich brauche noch einen Linksverteidiger. Linksverteidiger ist auch so die Position, die noch nicht so besetzt ist, wie ich es mir wünsche. Eriksen, Azpili. Ja, ob Azpili jetzt so, Montoya... Aber irgendeinen muss ich ja reinstellen. Lindelöf. Ducouré, Vestergaard, Sissoko, Moko. Ja, Jetlin könnte man rein theoretisch machen. Ne, ich nehme Azpili mit, Leute. Ich nehme Azpili mit. Ich nehme 2 Blues rein. Einmal N'Golo Kanté für Hugo Lloris. Die Franzosen tauschen. Und ich überlege gerade. Ne, ich mache es doch anders, Leute. Ich mache nicht Azpili. Ich brauche noch ein bisschen Offensivkraft. Ich stelle Eriksen für Joshua King rein. Weil Joshua King ist eigentlich gelernter Stürmer. Deswegen stelle ich Eriksen so lieber rein. Weil Chester ist Verteidiger. Ob der jetzt Innenverteidiger oder Außenverteidiger spielt, dann spielt er heute mal Außenverteidiger bei mir, Leute. Ist halt so. Bewertet das Team von 0 bis 10 Punkten unten in den Kommentaren. Ich bin gespannt, wie ihr euch entscheidet. Für mich wäre das also ist definitiv ein gutes Premier League Team. Klar, nicht das beste, aber weitaus auch nicht das schlechteste Premier League Team, was wir hier so erwürfelt haben. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hatte ich das eben schon gesagt? Ich glaube ja, ne? Ich bin raus, Leute. Haut rein und tschüssi.